Früher konnte man bei vielen christlichen Familien in meiner Heimat ein Schild sehen. Christus ist der Herr dieses Hauses. Mittlerweile sieht man eine Kirchenfahne oder ein anderes Bild. All das sagt anderen, hier lebt eine christliche Familie. Der Segensspruch des Stenzinger, den wir auch hier an vielen Häusern sehen, ist etwas Ähnliches. Im Alten Testament finden wir etwas, das uns daran erinnert. Bei der ersten Pascha-Feier haben die Israeliten ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes gezeichnet. Und die Menschen, die dort wohnten, wurden gerettet. Auch viele von uns bleiben in diesen Tagen in ihren Wohnungen und Häusern. Diese geben nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen Schutz und Sicherheit vom Coronavirus, das schon viele Menschen das Leben gekostet hat. Manche von uns verlieren langsam ihre Geduld und Ausdauer. Ja, es ist nicht einfach, alles so zu akzeptieren. Wir diskutieren weiter, wie und wann ein normales Leben möglich sein kann und schauen zuversichtlich in die Zukunft. Christus ist unsere Tür. Das haben wir im heutigen Evangelium gehört. Ja, er ist unsere Zuversicht. Zu ihm wollen wir bitten. Herr, zeige uns in dieser Zeit einen Weg, der für uns richtig ist. Mögen wir durch unsere Diskussionen, unsere Gemeinschaft und Freundschaft nicht schaden. Vielmehr, hilf uns gemeinsam einen Weg zu suchen und zu finden, der das Leben, das du uns gegeben hast, weiterhin achtet und schützt. Amen. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.